Nehmen wir gleich die Scheiben auch raus. Jetzt gucken wir, wo die jetzt hier sind. Meistens verstecken die sich hier unter den Korkplatten oder auch ganz besonderer Lieblingsort ist hier unter dem Wassernapf. Oh, da sind sie auch schon. Das sind jetzt zwei Tiere von vorletztem Jahr. Das sind zwei Weibchen. Da sind wir auch ganz stolz schon. Also haben jetzt eine richtig schöne Größe. Und das Ziel war ja, die im Prinzip so groß werden zu lassen, dass sie nicht mehr den normalen Fressfeinden zum Opfer fallen und dass sie einfach eine bessere Chance haben, dann zu überleben, wenn sie dann draußen in der Natur sind. So, dann mache ich mir ein Foto. Und dann können wir die identifizieren, weil wir jetzt von unten halt sehen, welche Markierung die haben. Und am Computer können die dann gemessen werden. Man hat da ziemlich viel Kontakt zu dem ganzen Geschäft verloren, weil die meisten sich mal aus, da sind ja auch dann gleiche Eier. Hier ist im Prinzip das, wie wir uns eigentlich so ein perfektes Schlangenareal vorstellen. Es ist ruhig, es ist weit weg von Straßen, soweit das natürlich sein kann hier im Ruhrgebiet. Aber das Ruhrgebiet ist relativ grün, das vergisst man immer wieder. Und dass es einfach solche Rheinauen gibt, die natürlich für die heimische Natur unheimlich essentiell wichtig sind. Wir haben hier durch die Teiche, durch die Überflutungsgebiete, haben wir die optimalen Möglichkeiten, dass natürlich ihre Lieblingsnahrung, sprich Amphibien und kleine Fische, sich hier wohlfühlen. Und das ist alles da, was sie brauchen. So, guck mal hier. Zack. Und du auch? Komm her. Ja, einfach dadurch, dass viele Lebensräume durch Bebauung reduziert worden sind, da werden natürlich auch die Schlangen in Mitleidenschaft gezogen. Wenn irgendwann mal keine Amphibien da sind, weil die Teiche einfach zugeschüttet worden sind oder weil man natürlich viele Sachen trockenlegt, damit man in der Nachbarschaft Wohnsiedlungen anbringt, dann ist im Endeffekt nicht nur das Amphib und die Kröte betroffen, sondern natürlich die Schlange auch. Wenn man den Gedanken Schlange hat, dann kommt eher etwas Negatives in den Kopf des Menschen, was bei der Ringelnatter völlig unangebracht ist. Die Ringelnatter ist eine absolut harmlose Schlange, die tut keinem Menschen irgendetwas, hat überhaupt kein Gift oder so etwas, wo man Schlangen ja sonst gerne mit in Verbindung bringt. Also ein völlig harmloses Tier, was von den Menschen auch Reis ausnimmt, sodass man ja schon viel Glück haben muss, eine Ringelnatter überhaupt sehen zu können. Letztendlich ist sie, wie alles hier in der Natur, ein wichtiges Teil des Naturpuzzles, die letztendlich, wir hören es im Hintergrund, quaken, die sich von Fröschen und Kröten ernährt, von dem einen oder anderen Getier auch und damit eben eine ganz nützliche Funktion auch im Naturkreislauf einnimmt. Man sollte keineswegs irgendeinen negativen Gedanken über die Ringelnatter in dem Falle verschwenden. Ja, also unsere Partner, mit denen wir am Anfang das ganze Projekt ins Leben gerufen haben, war die Biostation und die Stadt Duisburg, die uns da unterstützt haben, dass wir das relativ unproblematisch auf den Weg setzen konnten. Und das Finanzielle, da ist die Stiftung für Umwelt und Entwicklung, NRW, die uns da durch Fördergelder die möglich gemacht hat, dass wir diese Ringelnatterstation aufbauen können. So kann man jetzt praktisch spazieren gehen. Man wird keine sehen, weil die natürlich sehr, sehr scheu sind und sich vom Menschen fernhalten. Aber es gibt die Möglichkeit. Und vielleicht findet man ja eine Schlangenhaut. Allein das sollte eigentlich Spannung genug sein, um auch wieder mal spazieren zu gehen, durch die Rheinauen und dann vielleicht auch andere Tiere zu sehen, die man vielleicht früher ewig nicht gesehen hat. Die Vogelwelt ist hier phänomenal. Man kann Amphibien sehen, man kann hier Reiher sehen, man kann hier auch sogar kleine Wiesamratten oder sogar Waschbären sehen. Wobei man dazu sagen muss, dass von den ausgewilderten Schlangen, muss man realistisch betrachten, natürlich nicht alle werden überleben können. Es gibt natürliche Feinde, das sind Störche, das sind Reiher, die hier gerade letztere in guter Stückzahl gegeben sind und sich hier und da auch an der einen oder anderen Schlange mal gütlich tun werden. Aber die gute Hoffnung ist eben da, dadurch, dass die Jungschlangen schon eine gewisse Größe haben, natürlich gesund und fidel sind, dass ein guter Teil von denen wird überleben können. Ha 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 ha!